Ja, hallo, willkommen zurück zu Myst Online Oro Live, Folge 6. Ein neues Age, ein neues Glück, eine Runde gratis. Glück. Glück. Ja, also wir haben ja, ich habe jetzt das mein Pala hier gekriegt. Ich hatte wahrscheinlich die Age noch gar nicht wirklich abgeschlossen. Das kann sein. Habe ich Das daran ist. entsinnt, dass wir aber beide in dem Raum sogar waren? Ja, es kann aber sein, dass ich die Hand nicht getoucht hatte und einfach in den Abgrund gesprungen bin. Das kann natürlich sein. Ich kann das ja nochmal verifizieren, dann über die Videos. Aber ich sehe gerade, die zeigen auch. Also die Pöller zeigen auch Symbole, wie das Age aufgebaut war. Hier zum Beispiel der Pilz und so, ne? Das ist cool. So, dann nehmen wir das nächste Age. Das ist Wüste. Das. Ja, dann Lade ich dich ein. gehe schon mal in Nexus. Oder willst du mich einladen? Kriegst Ich du das hin? lade dich ein, ja. Jetzt weiß ich, wie es geht. Und da. Jetzt gehen wir auf den. Gehen wir auf Torius. Sind da und müsstest du gekriegt haben. Edergira. Ja. Oh, hier liegt auch gleich ein Nexus-Buch. Quasi direkt am Start. Guten Tag. Hello, I'm greeting you. Ja, wenig sehr fremdartig aus. Whatever this is, Kommt mir vielleicht. vor wie ein Mond und nicht wie ein Planet. Ah, kein Sauerstoff. Auf jeden Fall ist hier ein Buch, ein Nexus-Buch. Ah ja. Erstmal pauschal überall alles anklicken, was geht. Ja, damit wirst du wahrscheinlich irgendwo was umgeleitet haben. Wirklich. Oh, da unten ist noch eins. Ah, wir haben ein Raussystem. Ah ja, daher kommt das dann wahrscheinlich. Ja. Ah, das sieht aus hier, wie als ob die Geothermalenergie benutzen, ne? Sehr fortschrittlich, muss ich sagen. Ja, es Lala. ist. Würde nicht mal hier oben dem Rohr folgen. Oder den Lianen-Stachel-Tentakeln hier. Tentacles. Weil hier ist nämlich auch noch so ein Ding. Okay, treten wir da auch noch drauf eben. Schade. Alle Geysire mal eben abclosen. Irgendeinen Sinn muss das ja haben. Ja, richtig. Schon wieder zurückgelaufen. Möchtest du mal eben bitte den da machen, weil ich glaube, von da aus kommst du nicht mehr weg. Und du kommst schneller hin, weil ich muss wieder in Nexus reisen und zum Schoten, Da kommen wir nur. Siehst du auf der anderen Seite das die Hand? Ah, andere Seite, gut. Also wieder zurück. Spontan ist mir gerade nämlich aufgefallen. Ja.
Botanicus Hanticus. Ja, da sollte man vielleicht auch mal ein Auge drauf haben. Weil die Dinger sind eigentlich wichtig. Oh, von wo war das? Hier? Ja. Da? Ja, das Doof ist, ich muss auch runter. Push the button. Ah ne, ist eine Hand. Ah! Toll. Hast du aber Muzzle, jetzt hast du die Hand aber nicht, ne? Nee. Ja, du hättest da einfach langsam runter. Oh. Ah, Katapult. Was? Oh. Katapult. Katapult. Du dich aufstellen, schnell. Und jetzt? Warten. Bist du sicher, aber wir können eigentlich darüber springen. Das ist wahrscheinlich nur gerade ein Glitch gewesen. Hat gerade weggeklappt, also. Oder hast du den ausgelöst gehabt? Nee, war nur Glitch. Ich glaube nicht, dass wir darüber kommen. Oder löst mal den Fuß aus. Oh, das müsste keinen Sinn machen. Wenn der zu zweit sind, ist nicht was. Oh. Ne, ich glaube, das ist einfach nur. Ja, ich glaube, da kommen wir rüber. Wie Leute. Du probierst zuerst. Ja, eigentlich du, weil du hast die Hand. Ja, kommst du. Dann muss ich mir mal die Nein, Hand. Vorne ist ja auch wieder aufgegangen. Es sind alle wieder aufgegangen, die Dinger. Das ist nicht gut. Ja, vielleicht sollten wir erstmal oben gucken, wie das überhaupt da aussieht in dem. Ah, ich glaube, das eine ist aufgegangen wegen dem Druck wahrscheinlich. Das kann sein, das ist zu viel. Das war beabsichtigt, weil der Druck zu hoch wurde. Also mach da nicht alle zu, lass eine offen. Und ich hole mir erstmal die Hand hier. Ja, dann. Und, so. Fall da nicht wieder runter. Ah, hab sie. Gott sei Dank. Bleib mal eben da. Du siehst ja die Platte, ne? Ja. Na, komm. Wie viele Rohre gehen eigentlich da hoch? Dann kannst du mal eben zählen. Ich habe, glaube ich, 3 gezählt gehabt. Ja. Da war deutlich mehr Rohre. Einen löse ich jetzt noch eben aus und dann müssen wir gucken. Dann gehen die wahrscheinlich alle wieder auf. Mach das mal zu und stell dich da mal drauf. Ey, Gott sei Dank geklappt. Ja, lass uns mal oben in diesem komischen Gebäude gucken. Ach nee, da kommen wir gar nicht. Mach den aber wenigstens wieder zu. Kommen wir da gar nicht hin. Shit. Also, es gehen da rein 3, 4, 5 Rohre. Aber hier ist ja dann auch Ende, ne? So viel ist hier gar nicht mehr. 5 Rohre. Ja, ich habe jetzt 2 zugemacht. Irgendeiner wirkt dann wahrscheinlich als Katapult. 3 sind zu. Ich guck gerade mal hier. Eigentlich nicht. Ach, den unten hast du offen gelassen. Ja, es sind noch 2 offen hier unten, ja. 2. Ja, auch den in der Mitte. Hast du offen gelassen, deine Experte. Wie viel hast du jetzt zugemacht? 3. 3, dann mach ich noch. Ich glaube nämlich, den da unten, den solltest du offen lassen erstmal. Den offen lassen. Den offen lassen? Lass den offen. Ja.
Meinst du, der sprengt dann hier das Ding weg? Geht mal von aus. Nee, der sprengt auf nicht, aber du wirst wahrscheinlich darüber geschleudert, wenn du das benutzt. Ja, ich spring dann mal eben wieder darüber runter und mach den anderen zu. Und dann komme ich wieder rum. Da bin ich auch gleich schon da. Also das ist jetzt meine Vermutung des Rätsels lösen. Das kann natürlich sein, damit du da drüber kommst, das ist durchaus plausibel. Weil mit dem Druck kann das sein, dass du rüber geschleudert wirst, weil da ist nämlich Platz hinter. Oder reicht der Druck schon aus? Nein! Ich bin fast runtergefallen, scheiße. Toll. Da einer noch, das reicht dann. Wenn du noch einen zumachst. Ich bin gerade Richtung Lava gefallen, fast. Ich komme hier aber nicht mehr weg. Ich muss wieder zurück. Bin quasi zu weit gefallen und bin dann in der Ecke hängen geblieben. Ja. Richtig. Genau, der noch. Ich brauche nicht weit. Ja, der noch zu und dann haben wir eigentlich genug Druck, dann müsstest du darüber geschleudert werden. Wenn du den einen dann zumachst auch. Nein, 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 wenn du da drüber stehst, dann bist du schon hochgehoben. Sicher? Ja, oh, ich stand gerade drauf. Rätsellösung sein, ganz einfach, ja. Ja, war der Ansatz ja gar nicht so verkehrt von mir. Da ist irgendwas in die Lava gefallen gerade. Nein, das ist falsch. Du bist so bei der Hand dann wieder rauskommen, ne? Ne, ich muss ja übers Buch gehen, übers Nexus reden. Okay. Komme ich ja nicht in dein Age. Das sind ja Paralleluniversen mit Paralleluniversen. Von Paralleluniversen. Plus Kopieruniversen. Wie bin ich denn vorhin einfach so da drauf gekommen? Da bin ich ohne Probleme einfach drauf gekommen und jetzt habe ich hier übelst die Probleme, ey. Ich bin da gerade einfach runtergefallen. Oh, so. Push the button. Ja, dann kommen sie mal, wa? Der Druck sollte ausreichen jetzt. Push. Ja. Wow! Das ist natürlich eine coole Nummer. So, wir haben jetzt hier... Knochen. Große Knochen. Achte auf die Wände. Denn da sind Hände. So eine Vorlage liefert. Achte auf Glitzer, Glitzer. Schön. Richtig. Ein Buch, das haben wir hier. Ein anderes Age. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Warte. Das ist ein... anderes Age, genau. Haben wir irgendwo was zum Drücken? Push the button? Hand oder so? Hier ist eine Stofffetzenseite, auch in der Woche behalten. Hier geht es natürlich durch den Wasserfall. Der ominöse durch den Wasserfall trick. War keine. Keine Hand mehr. Noch nicht, ne. Ist auch recht dunkel hier. Machen wir hier schönes. Ah, Licht. Big Generator. Naja, also ein Generator, wir sagen das halt nicht, aber okay.
wir was? Haben wir was? Haben wir was? Hier ist vielleicht eine. Generator. Keine Hand. Cool, die haben aber dran gedacht. Guck mal über den Schornstein an die Wand. Oben. Auch. Schwarz. Ja. Ne, auch die Wand an sich. Ja, gesprenkelt. Ja. Ist das? Kann das drücken? Hier nicht. Ja, dann wollen wir hier der dunklen Höhle folgen, ne? Doch wirklich dunkel ist und ich überhaupt nichts sehe. Ich auch nicht. Das glaube ich auch so, dass sich anfühlt eine Sackgasse ist. Eine Sackgasse. Ja, dann wahrscheinlich den Wasserfall runter, aber ich glaube, dass hier irgendwo noch ein Ding sein muss. Das soll nur eine Hand sein, hier kann ich mir vorstellen. Muss ja nicht. Ja, dann müssen wir hier runter wahrscheinlich. Bist du sicher? Das sieht mir nicht genau aus. Ich bin aber weg, ne? Na, bist du wieder zu Hause, ja? Irgendwas übersehen wir hier wieder. I'm back. Und zack. Passt. Hallo. Danke. Ah, ist wahrscheinlich auch wieder so eine Jump-Geschichte, die du abpassen musst wahrscheinlich. Ich frag mich aber nur, warum hier auch ein anderes Buch ist. Das ist schon so ein bisschen. Oder warte mal, das kann natürlich sein, dass es nach da hinten führt, das Buch. Da ist ja so eine Stadt da im Hintergrund, siehst du das? Hier ist wahrscheinlich nichts, wenn das da keine Höhle ist. Nee, das ist nur Vorsprung. Ja, es gibt auch ein bisschen eine Seite nur. Also ich glaube, wir haben da sowieso irgendwo was noch übersehen. Geh nochmal zurück. Ja, manchmal ist die einfache Lösung die beste, ne? Manchmal. Das ist die Hand. Ah, ich habe noch eine Hand gefunden. Wo? Dann muss wieder zurück. Im ersten Teil, oder was? Ja. Kannst du dann bitte da einmal... gleich... einen Deckel aufmachen, den Deckel gleich zumachen, den einen, da. Übrig, Julian. Aber gleich erst, wenn ich soweit bin. Merkt das auch so schon. Ja. Fertig. Ja, nochmal zu. Wird zugemacht. Ja, musst du zumachen, ja. Gut, bitte. Ja. Oh, und oben. Kommen wir zurück. Guck mal nach links. Ah, da. Ja. Okay. Komm ich da hin? Was bist du denn jetzt? Du musst komplett rumlatschen. Spring einfach runter. Da unten auf den Dings drauf. Und dann warte da. Dann musst du gleich wieder zumachen, wenn ich den anderen wieder aufgemacht habe. Da, ja, okay. Perfekt.
zweit jetzt so angenehmer mit dem, weil mit dem anderen müsstest du dann ständig wieder anzumachen. Dann gehen alle wieder auf, dann musst du wieder alle zumachen. Ja, stimmt. Hast sonst du die Hand? Irgendwas? Ja, hast du nochmal geguckt, ob vielleicht hier sonst irgendwo noch ein Ding ist? Nee, ne. Ja. Oh, der ja. Ist wieder auf. Okay, mach ich so. Moment. Ne, war keine Hand. Okay. Wow. Lauf ich lieber rum. Da laufe ich lieber einmal kurz im Block, bevor ich da irgendwelche Experimente mit runterspringen mache. Okay, was haben wir denn hier noch? Kommen wir vielleicht auch noch mal weiter? Warte mal, ich mach mal einen noch mal auf. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie weitergeht oder so. Nee, eigentlich nicht, ne? Logischerweise müsste dann der nächste Bereich da unten drin sein. Ist das Buch ja, dass wir einfach das Buch nehmen müssen. War ja in dem letzten Age genauso, ne? Ja, man kam quasi nur über das eine, über die eine Stoffseite kam man ja nur die letzten beiden weiter. Wenn das hier auch jetzt so zwei waren, dass wir dann über das Buch nehmen müssen, um zu dem Rest zu kommen. Oder wollen wir die Stoffseite zuerst nehmen? Weil wir haben ja jetzt da unten die Hand und hier rüberlaufen ist ja nicht das Ding. So. Die Stoffseite, ja. Ohne hoffen, dass das Buch wieder irgendwo ist, wo wir schon waren. Stadt zum Beispiel, Social District. ja, so viel dazu. Ist es nämlich. Oder so in der Richtung. So mit Story. Oh. Ja. Ich werde hier. Umgucken schadet nie. Genau. Das sind Bücher. Similar to the cultures, das ist Laserstoff. Aber wir sind wahrscheinlich wieder in verschiedenen Dimensionen gerade. Aber hier gibt es auch ein Ding zum Durchgucken. Hier gibt es auch. Check this out, I know that there's doesn't want us to touch this, but I bet Watson would like to know how this register with the doors to it makes no sense. Big. Welches Buch? Ja, es war ein Papier mit einer Hand. Where the heck is my book and why did someone take it in the first place? Da ist nach da. DRC, I don't lose it. I could barely get it off the wall and when I did it, it was pretty scary, maybe the... War das auch so ein Special District hier? Ja, nur so ein kleines Ding für ein bisschen Story wahrscheinlich. So ein Goodie. Kann ich hier runterspringen? Weil. Kommst du nicht durch. Okay. Ja, Teppich ist auch nix. Und das hier ist nur Gerümpel quasi. Schade, hätten sie eigentlich mal so richtige. Noch eine Seite irgendwie hinfleddern können. Where the heck is my book and why did someone take it in the first place? Ja. Oh, da ist ein Helm. Kann ich den Helm aufsetzen? Baumeister. Könnte sein, dass der Helm jetzt in meinem Inventar ist, muss ich mal gucken. Ah,
sind Helme. Ein Malbuch. The Manhole, yo, von Zürn. Forster im Min. Ja gut, das ist dann halt nichts Besonderes. Bist du schon wieder in meinem Age? Nö, ich wollte mal eben das Age auch bei mir hier mal eben machen. Bisschen, das gucken. Ob ich das Buch dann auch hab, ne? Sonst fehlt mir das Buch. Genau, richtig. Ich habe jetzt gerade nämlich keins gehabt. Wo ich in meinem Realtor war, das ist ziemlich bescheiden dann. Ich hab den Helm auf. Cool. Wie viele Bücher hast du denn jetzt eigentlich schon? 3, 4, 5. Nicht viele. Ja, weil irgendwie fehlt mir, glaube ich, auch ein. Oh, nee. Das sind beide Dinger. Okay, beide Dinger sind da. Dann gehe ich mal wieder zurück in mein Age. Okay, dann klappen wir das mal. Den klappen wir zu. Das ist. Ach nee, ich will nicht in das Ding. So, du bist dauerhaft. Du bist das Zeug. So, ich warte dann auf dich hinter der Steinmauer. Und dann können wir eigentlich dann kaum das Age angefangen schon. Ach komm. Ja, das ist der Buch da ist ja. Ja, das ist eigentlich so das Einzige, was noch übrig bleibt, ne? Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier kurz einen Break. Wir haben jetzt schon die 30 Minuten, glaube ich, sogar schon überschritten. Und ja, danke fürs Zuschauen und dann das nächste Mal versuchen wir mal dieses Age weiter zu machen. Ich denke mal, wir können dieses Buch hier, das technisch hier so rumoxidiert. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal.